What do they call you, son? Thomas. Thomas Angelo, sir. Hallo ihr da draußen und willkommen zurück zu Mafia Definitive Edition mit der dritten Mission jetzt, und zwar Molotov-Väter. Ein kleiner Nachtrag an der Stelle noch. In der vorletzten Folge gab es nach Abschluss von Die Flucht noch eine Trophy, nämlich die Hinterhilfe von Little Italy. Und jetzt viel Spaß. Wie heißt du, mein Junge? Thomas. Thomas Angelo, Sir. Frank meinte, du hättest Ärger gehabt. Ja, Sir. Mein Taxi wurde ziemlich demoliert. Morellos Schläger waren hinter ihm her, weil Tommy uns geholfen hat. Dieses Taxi. Du lebst davon? Ja, Sir. Ich fühle mich hier verantwortlich. Also gebe ich dir ein kleines Darlehen, damit du dieses Taxi reparieren kannst. Das ist sehr freundlich, Sir, aber ich möchte keine Almosen. Was willst du dann hier? Ich will die Bastarde, die mein Taxi kaputt gehauen haben. Hast du gehört, Frank? Er will meine Erlaubnis, um sich zu prügeln. Ja, hab's gehört. Okay, Tommy Angelo. Morellos Gorillas treffen sich immer in seiner Bar. Pauli, du kennst sie. Sicher, Boss. Gut, dann gehst du mit, Tommy. Sie parken auf diesem Platz neben der Bar. Zerbeult ein paar Blechkisten. Schickt Morello eine Nachricht. Er kann keine ehrlichen Arbeiter in meinem Viertel angehen und ungeschoren davonkommen. Danke, Mr. Salieri. Ich enttäusche Sie nicht. Und Tommy? Wenn du zurück bist, sprechen wir über deine Zukunft. Hier kennt dich sonst keiner. Also vorsichtig, okay? Klar. So, na dann werden wir uns erstmal hier ein kleines bisschen in der Bar umschauen. Und hier haben wir schon eine Notiz. Brief an Salieri. Okay. Na, fündig geworden? Dann gucken wir mal hier hinten. Ich beobachte dich. Klar? Klar. Noch eine Notiz. Zeitung, Ausschnitt vom 23. September 1938. Und was haben wir hier vorne? Oh, Familiengeschichte, eine Trophy, also vermutlich schon eines der Sammelobjekte. Die Bar ist für dich leider geschlossen. Komm später zurück mit Pauli oder Sam. So, und jetzt gucken wir mal, was Pauli macht. Der wartet nämlich schon auf uns. Jedenfalls muss ich jetzt los. Okay, komm hier durch. Ich bring dich zuerst zu Vinny. Er ist ein Großmaul, aber Frank und der Don kennen ihn schon ewig. Was macht er? Wir kommen zu ihm, wenn wir etwas Gröberes vorhaben. Er sorgt dafür, dass wir ausgerüstet sind, wenn es Probleme gibt. Und wir sind dankbar für seine Kohle. Müssen los, haben eine lange Fahrt nach Norden vor uns. Buongiorno, Vincenzo. Ciao, Pauli. Ah, die wird singen! Wer ist das denn? Benny, das ist Tommy Angelo. Wir haben einen kleinen Auftrag. Okay, gut, gut. Hey. Braucht ihr was Langes oder Kurzes? Nein, nur was, um ein paar Autos zu verschönern. Ha, da hab ich genau das Richtige. Der Klassiker für sowas. Boah! Wenn der Schläger nicht das Richtige ist, sind hier ein paar Cocktails. Ei, ei, ei. Vorsicht damit. Nicht die Nasenhaare versengen. So, na packen wir uns mal ein paar Molotovs ein. Gib mir Bescheid, wenn Pauli dir das Leben schwer macht. Ich kümmere mich um ihn. Vincenzo, mach doch mal Platz hier.
Ach, der steht so günstig. Komm später zu mir, falls dich die Jungs nicht verschreckt haben. Dann kriegst du ein Eisen. Nee, wir brauchen kein Eisen. Wir wollen eigentlich nur mal da hinten an deinen Tisch. Klar kannst du dich umsehen. Denn da blinkt wieder aber was. Nichts verlässt diesen Raum. Und Pipe Fiction, die nächste Trophy vom Sammelobjekt. Vincenzo, guck uns doch nicht, also... Die Bullen würden das Zeug hier gerne in die Finger so, und dann gehen wir wieder mit Pauli wieder runter. Und besorgen uns mal ein Fahrzeug, das wir jetzt bestimmt von Ralf bekommen. Wo ist er denn? Au, das tut weh. Zieh dein Köpfchen aus dem Arsch. Was zur Hölle, Pauli? Du kannst dich nicht einfach so anschleichen. Tut mir leid, Ralph. Ich wollte dich nur aufziehen. Du humpelst ja noch. Jetzt arbeiten zwei Krüppel hier. Wir haben nichts gemeinsam. Kapiert, Ralph? Sicher, Pauli. Tommy. Tommy Angelo. Freut mich. Wie gesagt, Ralphie ist nicht ganz dicht. Aber gib ihm ein geklautes Auto und er macht's zu deinem. Tom und ich haben einen Job und brauchen eine Karre. Hier, Pauli. Er ist kein Hot Rod, aber bring dich durch die Stadt. Okay, los geht's. Du fährst. Hör endlich auf, hier rumzufaulenzen! Und da haben wir unser Fahrzeug. Irgendwann schneide ich dein Bremskabel durch. Oh, das war jetzt freundlich. Keine Ahnung, warum Ralph uns diese Kiste gegeben hat. Da will ich dir das gute Leben zeigen und du musst eine Karre fahren, die meine Mutter vor 20 Jahren gekauft hätte. So wie ich Ralph kenne, hat er sie aus ihrer Garage geklaut. Das Auto ist in Ordnung. Mal was anderes als ein Taxi. Du musst nicht höflich sein. Das Ding ist eine Dreckschleuder. Also, war das hinten im Laster Whisky? So, dann fahren wir jetzt mal zu Morellos Bar. Neuer Lieferant. Ihr macht das am helllichten Tag? Normalerweise nicht. Aber das war ihre erste Lieferung. Und die Bullen sind nicht so blöd, in unserer Gegend herumzuschnüffeln. Denn wir sollen ja dort... Morello, der Kerl, dessen Autos du abfackeln wirst... Autos demolieren, abfackeln oder wie auch immer... Aber solange wir vorsichtig sind, ist alles in Ordnung. Pass gut auf. Ja, mir passen auf. Der kanadische Whisky, der hier ankommt. Sag einfach, wenn du eine Flasche willst. Wir behalten immer was für Freunde. Ich bin kein großer Trinker. Früher habe ich mir gepanschten Gin reingeschüttet. Aber das Zeug ist gefährlich. Über uns kriegst du jetzt den guten Stoff. Davon wirst du sicher nicht blind. Das ist sehr nett. Danke. Es ist nicht nur unser Fusel, Tom, sondern auch, wohin wir ihn liefern. Die Frauen in diesen Läden. Beste Tische, bestes Essen, beste Bräute. Das ist das Leben. Im Moment will ich nur den Schweinen den Tag versauen, die mir meinen versaut haben. Klar, klar. Außerdem könnte all das Ärger bedeuten. Ärger, sagt gerade der Kerl, der Morellos Parkplatz abfackeln wird. Du hältst mir doch den Rücken frei. Kein Problem. Falls es schief läuft, lass sie lieber nicht dein Gesicht sehen. Oder du verprügelst sie so hart, dass sie es vergessen. So, jetzt müssten wir eigentlich auch gleich an unserem Ziel angekommen sein. Geben wir unserem Fahrzeug mal ein bisschen Schub. Wir sind jetzt in Morellos Revier. Verläuft da so eine Linie zwischen seinen und Salieris Straßen? Nein, das verschiebt sich immer ein bisschen. Aber generell kümmern wir uns um Little Italy und seine Jungs um North Park. Und noch ein bisschen mehr.
Wenn du auf dem falschen Gehsteig im falschen Teil der Stadt bist, spürst du richtig, dass du lieber woanders sein solltest. Du spürst es lange, bevor sie an den Straßenecken auftauchen, um dich mit ihren Blicken zu töten. Und hier vorne ist auch schon unser Ziel. Okay, wir sind fast da. Morellos Schläger rauchen und plaudern vorne und bewachen die Karren nicht. Was für faule Hunde. Irgendein Gorilla schiebt immer Wache. Das ist gewöhnlich nur ein kleines Licht. So, dann wollen wir doch mal den Herrschaften da drüben einen Besuch abstatten. Warum kommst du mit? Falls die Kugeln fliegen. Okay, wir schleichen uns an. Du kannst doch leise sein, oder? Ja, genau so. Natürlich können wir leise sein. Wir können ganz leise sein. Wenn uns niemand sieht, kann uns niemand abknallen. Hier geht's hoch. Ich lenke den Typen ab, während du dich von hinten an ihn heranschleichst. Fürs Ablenken habe ich ein bisschen. Die dürften uns da vorne ja überhaupt nicht sehen. Ne, die sehen uns nicht. Dann können wir hier hochklettern. Das macht er schon. Pauli, du wolltest jemand ablenken. Perfekt. So, dann gehen wir mal wieder leider runter und dann werden wir halt einmal den Wachen da vorne. Ich bin der Typ, der wissen will, warum du hier rumstehst. Dino hat mich beauftragt. Dino? Zum Schlafen bringen. Sahiris Jungs wollen der Gast genauso. Gute Nacht. So, Pauli, kommst du mit dazu oder? Jawohl. Also weiter zu diesen Autos. Schläge hoch und schön durchziehen. Stimmt ja, wir haben hier einen Baseballschläger. Na dann. Lass mal probieren, aufziehen. Okay, ja. Ja, wir sind ja schon dabei. Wir machen ja schon die schönen Autos kaputt. Verdammt. Ja, hallo, beruhig dich mal. Aua. Au! Aber jetzt gibt's was auf die 12. Los, Tom, schnell! Von denen gibt's noch mehr! Heiz ihn mit dem Molotow richtig ein! Ja, die Molotows haben wir ja auch mitgenommen vorhin. So, und dann. Flasche raus, anzünden und werfen! Jawohl, das Auto brennt. Das nehmen wir auch gleich mit. Ja, mit was hauen wir jetzt ab? Morellos Jungs hätten das gehört. Das hat der ganze Block gehört. Wir müssen los. Wir nehmen Dinos Auto. Woher weißt du, dass das sein Auto ist? Aha. Und du hast natürlich rein zufälligerweise noch das Glück, dass die Garage auf ist und wir das Auto einfach nehmen können. Aber zuvor kann es nicht schaden, wenn wir uns erstmal hier was mitnehmen für unsere Gesundheit. Und dann nehmen wir uns Dinos Auto. So haben wir es immer schon gemacht. Geradewegs durchs Tor. Wir müssen verschwinden, bevor die Bullen auftauchen. Lass sie schießen. So nicht. Rückwärtsgang und nochmal. Die Kollegen sind unterwegs. Scheiße. Okay, zwei Sterne haben wir jetzt insgesamt. Was machen wir? Ja, aber die sollten wir eigentlich relativ schnell und sie wieder weg sein. Klingt gut. Sie sind zwar sauer, aber machen wir sie nicht richtig sauer. Weil wirklich viel Cops kann ich jetzt hier nicht sehen. Wir machen rechts ab. Wir nach links.
Ja, und da fangen sie schon an zu leuchten. Also es war jetzt durchaus im Rahmen des Machbaren. Die Luft ist rein. Zurück mit uns zum Boss. Dachte, Salieri hätte Cops auf der Gehaltsliste. Ein paar Streifenbullen schon. Aber Morello hat den Polizeichef. Also, hat sich's gut angefühlt? Was angefühlt? Den Kerl auszuschalten, Dinos Auto zu klauen. War's gut? Ja, schätze ich mal. Nichts geht übers erste Mal, Tom. Es gibt nichts Besseres. Ist das was für dich? Dieses Leben? Was juckt dich das? Hey, ich frag doch nur. Ich stell gerne Fragen. Ich glaub nicht, dass du und Sam jeden Tag nur Autos auf Parkplätzen knackt. Nee, mal ist viel zu tun, mal weniger. Mir war kein so sanfter Start vergönnt wie dir. Du durftest nie Dinos Kumpel verprügeln und sein Auto klauen? Nee, aber haufenweise andere Autos klauen. Und als ich von den Bullen erwischt wurde, habe ich mein Maul gehalten. Pass doch mal auf, wo du hinfährst. Das hast du jetzt davon. Mein. Die fahren ja alle, wie sie wollen. Ich bin so plaudernd wiedergefunden. 10 Jahre später bin ich immer noch da. Aber jetzt habe ich einen Anzug und Vinny ist alt. Ich dachte immer, um in der Familie zu sein. So, wir fahren jetzt erstmal wieder zu Salieris Bar. Mein Bruder oder Onkel oder. Bei manchen ist das so, klar. Ihr Cousin wurde aufgenommen oder und wie Carlo, der Garage. Den Don schon ewig kennt. Dadurch kriegt man anfangs gleich mehr Vertrauen geschenkt. Aber viele von uns kommen von der Straße. Was ist mit dem Auto passiert, das ich euch gegeben habe? Stehen gelassen. Warum? War eine üble Kiste. Die hier ist besser. Aber bevor wir jetzt hier Pauli folgen, schauen wir uns mal hier um, ob irgendwas zu finden ist. So, ist hier hinten was? Okay, eine Fotografie. Na, hier scheint der Seite nichts mehr zu sein. Gucken wir mal nach dort drüben. Da scheint noch was zu liegen. Ja, da haben wir wieder ein Sammelobjekt. Und hier oben. Okay, hier ist nichts. Gehen wir erstmal wieder runter und ja. Dann werden wir heute mal gucken, was Pauli jetzt mit uns vorhat. Ist also noch immer dabei? Irgendwie, ja. Da haben wir noch eine Notiz. Hey Boss, ist erledigt. Keine Probleme? Keine unlösbaren, Mr. Salieri. Gut, setzt euch. War Morello da? Nein. Aber er wird ziemlich sauer sein, wenn er hört, was passiert ist. Der wird ein paar Wochen lang nicht mehr klar denken können. Tja, das ist der Unterschied zwischen mir und Morello. Ich bin Geschäftsmann. Ich mache alles hiermit. Jede Entscheidung, die ich treffe, ist gut für das Geschäft und meine Jungs. Aber Morello, ein Hitzkopf. Und der ganze Zorn schmort das Gehirn. Wenn er wütend wird, wird der dumm. Darüber braucht man sich bei Tommy keine Sorgen zu machen. Der war die ganze Zeit klug, Boss. Das höre ich gerne. Mein Geschäft wächst. Einen Kerl wie dich könnten wir hier in der Bar brauchen.
Du könntest Besorgung machen und achten, dass Rechnungen bezahlt werden. Wie wäre das? Es wäre eine Ehre, Sir. Gut. Gut. Also Pauli und Sam haben schon für dich gebürgt. Aber du musst noch ein paar Regeln begreifen, also hör zu, hör gut zu. Erstens, kein Gefluche in meinem Haus. Es gibt da draußen Millionen Wörter. Männer, die sich auf Scheiß drauf und verdammte Scheiße beschränken, sind ignorant oder faul. Zweitens, wir verkaufen keine harten Sachen. Ich will keine Junkies in meinem Viertel haben. Morello kann seine eigenen Leute vergiften, wenn er das möchte. Und ich will keinen Ärger mit den Cops. Wir haben nur ein paar in der Tasche. Und wenn du zu weit gehst, hast du den Rest im Nacken. Verstanden? Ja, Mr. Salieri. Dann bitte ich dich nur noch um eines, Tommy. Pauli und Sam arbeiten hier nicht, weil sie so stark sind. Da draußen gibt es größere und härtere Kerle. Und Frank hier bezahle ich nicht, weil er so schlau ist. Obwohl Zahlen wirklich sein Ding sind. Alle Jungs hier, in diesem Raum, haben das, was mir am allerwichtigsten überhaupt ist. Das Einzige, was uns allen wichtig sein sollte. Weißt du, was das ist? Sie sind loyal. Ganz genau. Bist du mir gegenüber loyal, lebst du auf großem Fuß, Tom. Aber missbrauchst du mein Vertrauen? Tja. Don Salieri, wegen mir müssen Sie sich nie Sorgen machen. Also gut. Willkommen in der Familie. Sehr gut. Jetzt habe ich Hunger. Luigi! So, und damit beenden wir dieses Let's Play für heute. Ein guter Abschluss, wir wurden in die Familie aufgenommen und jetzt zum Abschluss erhalten wir noch die Trophy. So funktioniert diese Stadt. Wie immer würde es mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Und bis dahin sage ich Ciao, Servus und bis bald.